Ja, schönen guten Morgen. Tour beginnt Tegernsee am Bahnhof. Und ja, da in die Richtung werden wir lang gehen. Bin ja mal gespannt. Am Schliersee kommen wir wieder raus in Neuhaus. Los geht's. Ach du Scheiße. Ich sehe schon, ich brauche endlich so einen verschissenen Bootswagen. Blick auf den Tegernsee, Blick auf die Route, hier geht's los. Greifen wir's an. So, kurzer Zwischenstand. Die ersten, sagt meine 280 Höhenmeter. Tito. 310, ja. Bist du? Braucht man es nicht. Na. So, wie viele Gipfel haben wir? Vier? Drei? Irgendwie sowas. Ich hab's nicht gezählt. Entschuldigung. Wir müssen noch an deiner Planung arbeiten. Ich glaube, wir sind pro forma. Drei? Genau, drei, glaube ich, ist pro forma. Meinst du nicht, dass einer reicht? Nee. So. Geil. Der Sonne entgegen. Du, da ist unser Foto. Ja, ich sag ja, irgendwo war schon das. Das sah schon aus, als ob man da auf. So, erstes Gipfelkreuz. Jawohl. Und der Blick. So, jetzt auf der Galaun. Aber geschlossen. Aber ich höre Stimmen. Oder? Täuscht mich das? Was meinst du? Ich höre doch Stimmen, oder? Ja, das ist ein Auto. Aber der Blick ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, gut, das ist halt jetzt Wolke. Ja, Schneiderweiße. Das geht ja. Das kann man halbwegs trinken. Lockdown-Lollis für die Kids. Alles klar. So, und weiter geht's. Da ist eine Maria im Stein. Aha. Ich mache auch ein Kreuz, wenn wir dann oben sind. Aber schön. Aber viele Treppen. Das sind jetzt ein paar. Ja. Da ist sie, die Maria. Und kann man durchgehen? Ich glaube, du kannst das durchkrabbeln. Ja. Ach, du warst hier schon mal. Ja. Wir haben das mal nur isoliert. Ich guck immer. Kerzen. Ja, aber da krieche ich jetzt nicht durch. Bin zu alt für den Scheiß. Ui, da haben wir ein Bild. Das ist ein Bild im Fels.
Ja, da könntest du sogar pennen, Gregor. Naja. Ich glaube, ich bin schönere Wege. Das Problem bei sowas ist, da pissen die Leute immer rein. Ja. So. Das dürfte jetzt Gipfel Nummer 2 sein. Wattenfernblick. Fernblick. Soll ich dir sagen, dass der bestimmt noch wegzieht? Also geht's schon ein bisschen runter. Aber wenn man fällt, sieht man gerade nicht, wo man hinfällt. Das ist ein Vorteil. So, erst einmal Wurstbrot. Ein bisschen stärken und dann geht's weiter. Schee, Käse, Schinken. So, wir sind jetzt ungefähr auf 1183 laut Uhr. Laut Schild müssten wir auf 1205 oder so sein, oder? Ja, so, Anstieg 564 bisher. Und ein Drittel der Strecke haben wir hinter uns. So, einen Gipfel haben wir noch vor uns. Gipfel Nummer 3. Gipfel Nummer 3. Und darüber müssen wir dann noch heute. Naja, heute. Nicht. Über den Wolken. Aber genau das habe ich mir auch gehofft, dass wir da oben jetzt halt ein bisschen. Aber windig wird. Ja, windig ist auf jeden Fall. Da werden wir Jäckchen anziehen. Beim Pausieren. So, jetzt haben wir es ja gleich. Gipfel Nummer 3. Auf, was waren es? 1440, oder? 44. Ja, die 4 Meter mag ich natürlich nicht unterschlagen. Da sind wir her. Und da geht es nun auf. Dann haben wir unsere Gipfel. Zumindest den höchsten für die Tour heute. Ja, war ja klar, es zieht zu. So, das haben wir.
wieder eine Höhle. Mal schauen, was diesmal sich da verbirgt. Es ist sehr dunkel. Geht die weiter? Ja, aber ewig, oder? Ja, das wird eng. Aber es schaut, ich weiß nicht, wie weit es da weitergeht und ob da hinten noch mal was weggeht. Aber da musst kriechen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Ein Feuersalamander. Ich werde nicht Schugge. Ja. Ganz am Anfang haben wir es noch gesagt, es wäre cool, wenn wir mal wieder einen Feuersalamander treffen würden. Richtig. Da denkt man sich nichts und trifft dann Feuersalamander. Wo geht's denn da? Geht's da weiter in die Höhle rein? Nee. Schaut doch richtig cool aus. Der Gregor macht schon wieder nur Schmarrn. Blöd ist, dass da jetzt genau die Bäume alle im Weg liegen. Aber hier ist schon so ein bisschen Getrampel. Also theoretisch sind wir genau auf dem Weg. Und da müsst jetzt dann irgendwo da vorne rechtwinklig nach links weggehen. Bitte? Okay, leck mich doch. Und jetzt da unten. Okay. Da unten ist es ein Gerät. Da ist noch eine Wegechen. Tatsächlich unten ein Weg. Jetzt sind wir gleich da. Ja? Ich denke, das da vorne ist es. Ich ja, dieses Felsmassiv. Was wir von unten gesehen haben, sind wir jetzt von hinten hergegangen. Ah, ja.
Ja, geh lecken. 1, 2, 3. Hier ist überall Rehscheiße. Ja, geh leck. Da haben wir es. Da würde ich echt keinen zusammenkriegen, wenn es wirklich Ja, geh leck mich doch. Das haben wir echt gut gemacht. Ja? Wenn man sich so Brotzeit. Aber sowas von. Das ist also blöd hier montiert. So, direkt schnell ein Foto machen. Ey. So, Berg Nummer 4. So, dann haben wir uns jetzt, glaube ich, die Pause verdient. So, jetzt mit der Brotzeit, die haben wir uns verdient. Und zwar redlich. Ich höre schon wieder Stimmen. Jetzt wäre zwar noch ein Bierchen recht, aber das Gewicht überall mit rumschlepp. Ja, die neue Jacke bewährt sich auch gerade. Ist schön warm, ist schön leicht. So soll es sein. Einzige, was schade ist, dass leider der Blick nicht so wirklich gut ist. Wir haben hier überall Nebel, also Fernblick gleich null. Das Einzige, was man hört, sind Stimmen, aber ansonsten. Naja, auf jeden Fall sind wir da. Und jetzt geht es dann auch wieder runter irgendwann Richtung Schliersee. Und dann vom Schliersee wieder mit dem Zug zurück nach München. Ja, und dann haben wir das auch schon rum. Schauen wir mal, was noch alles kommt. Ja, nach Gipfel Nummer 4 sind wir jetzt auf dem Rückweg. Und ja, weitere Gipfel wird es wohl keine mehr heute geben. Jetzt haben wir dann sowieso um die 1000 Höhenmeter gemacht in 4 Stunden. Das ist eh schon mal ganz guter Schnitt. Da kann man sich nicht beklagen. Ja, jetzt geht's gemütlich zum Schliersee und dann zum Zug. Also auf jeden Fall sind wir auf dem Weg nicht her. Ei, ei, ei. Irgendwo da oben. Da waren wir gerade. Da sieht man hier so ein bisschen das Felsmassiv. Und das zieht sich bis da hoch. Also wer mit Seil und so unterwegs ist, der kann damit sicher auch über die Seite rüber. Ja, Tour neigt sich dem Ende zu. Jetzt sind wir in Neuhaus. Da fährt die Bahn dann weiter. Ja, Yoga-Haus haben wir. Ja, Bahnhof Fischhausen-Neuhaus. Wir haben es geschafft. Das waren jetzt 19 Kilometer, sagt mein Handy. Und wir haben 1180 Höhenmeter gemacht. Und das Ganze von, ja, wann sind wir los? Um 7:15 sind wir los. Jetzt ist es, ja, 2:05, wobei wir ungefähr um 1:30 hier waren. Also haben wir doch von der Zeit her ordentlich Gas gegeben. Aber das merke ich jetzt auch. Es geht schon ordentlich in den Rücken und in die Knie und in die Fußsohlen. Auch in die Arschbacken.
Ja, aber dafür, jetzt kommt gleich der Zug. Dann geht's zurück nach München. Und dann mache ich mir vielleicht ein Bierchen auf. Lass es mir gut gehen. Läuft. Ja, in dem Sinn, hat mich wieder mal gefreut, dass ihr dabei wart. Vielleicht fandet ihr die Tour ja auch cool. Ich fand sie cool. Uns hat es Spaß gemacht. Und ja, in dem Sinn kann ich nur sagen, geht's raus, erlebt's was, macht's was, genießt die Zeit. Bis dahin, Servus.